Rund 85.000 Kilometer Pflasterwege durchzogen einst das Römerreich. Als das Imperium unterging, gediehen weiterhin am Wegesrand Städte und Dörfer, Traditionen und Kulturen. Wie bei der Via Romana, einst Teil einer Römerroute von Rom bis ins damalige Germanien. Sie durchquerte die Regionen Waadt, Jura und das Berner Mittelland, verband die Städte Genf über Avenche mit Augst bei Basel. Mit seinem Gallienfeldzug rückte Julius Caesar bereits vor 2000 Jahren die Schweiz ins Licht der Geschichte. Das Welschland, Schweizer Grenze zu Frankreich. Unweit davon kämpften vor rund 2000 Jahren 6 römische Legionen gegen Helvetier und Rauriker. Sie gilt als kleinste der großen Metropolen, Genf. Das römische Genava entstand bereits 58 vor Christus durch die legendäre Schlacht in Bibracte im nahen Frankreich. Trotz Caesars Sieg blieb das helvetische Gebiet außerhalb des Römischen Reiches, mit Ausnahme von Genf. Genava nutzte er als militärischen Brückenkopf und die Helvetier als Puffervolk zwischen Germanen und Römern. Unweit von Genf. 3 korinthische Säulen erinnern an die Colonia Julia Equestris, wichtigste Stadt am Genfersee, gegründet 45 vor Christus von Julius Caesar. Bereits zuvor eine Befestigung der Helvetier, brannten diese die Ursprungssiedlung bei ihrem Auszug nach Gallien nieder. 13 Jahre vor Caesars Neugründung. Heute thront ein Savoyerschloss auf den Römerruinen. Die Via Romana entlang der Jura-Südfußkette. Inmitten der Kaserne zeugen steinerne Überreste von der militärischen Bestimmung Biers bereits zur Römerzeit. Heute Standort des Schweizer Militärs für Artillerie und Infanterie. Seit Jahrtausenden erschallen hier Glocken gegen den bösen Blick und zum Schutz vor Unheil. Und frönt man der Kunst der Paradeglocke, von den Waadtländern Toupin genannt. Seit über 30 Jahren. Unsere Vorfahren haben diese Lebensart entwickelt. Respekt gegenüber der Natur sowie die Glocken für das Vieh gehören zur typisch schweizerischen Folklore. Ich heiße Pierre-André Chance. Wir sind hier in der Forge du Camp, einer speziellen Werkstatt des Toupin-Schmiedes. Das ist mein Sohn, der mit mir zusammenarbeitet. Mittlerweile seit 7 Jahren und ich bin sehr stolz. Es gibt kein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Wir verstehen uns gut. Wir brauchen nicht viel miteinander zu reden, um zu wissen, was zu tun ist. Jeder hat seine Arbeit zu erledigen. So, Anthony, siehst du, ich bin mit meinem Lederriemen fertig. Gefällt er dir? Ja, wie immer. Und, gefällt dir deine Arbeit? Ja, ansonsten würde ich sie nicht machen. Dann weiter so. Die Tradition der Glocken wird weitergegeben von einer Generation zur anderen.
Und das ist etwas Großartiges, künftigen Generationen etwas über unser Können zu hinterlassen. Es ist vielleicht schwierig, Traditionalist zu sein, weil es nicht mehr so verbreitet ist. Man muss schon überzeugt sein. Aber im Gegensatz zu früher macht man sich heute viel weniger über die Tradition lustig als noch eine Generation zuvor. Ich werde über den Klang sprechen. Wir haben noch nicht über den Klang gesprochen. Die Tupin ist die traditionelle Glocke für den Almauftrieb. Man könnte sagen, Napoleons Marsch auf Moskau wurde vom Klang der Trommeln begleitet. Und um dem Vieh beim Auftrieb den nötigen Rhythmus zu geben, schmückt man es mit Glocken. Bist du da, Martial? Der Klang der Tupin ist etwas, was dem Landwirt besonders am Herzen liegt. Jeder Landwirt ist auf der Suche nach dem besonderen Klang, einem Klang aus seiner Kindheit, den er gerne besitzen würde. Rod Martial, Käser von Beruf. Ich produziere Käse in Lamoisette seit 18 Jahren. Morgens, um die Kühe zu holen, oder nachmittags, um zu wissen, wo sie sich befinden. Dafür muss man Glocken kaufen, um sie zu hören. Ansonsten verstecken sie sich im Wald und um 3.30 Uhr morgens ist es schwer, sie zu finden. Jede Kuh hat einen Namen. So weiß ich, dass Blume reinkommt und gehe sie festbinden. Jede Kuh hat einen Platz und geht an ihren Platz. Wenn man auf der Weide 25, 30 oder 50 Glocken hat, muss es auch 25, 30 oder 50 unterschiedliche Klänge geben. Dadurch kann der Landwirt bestimmen, wenn er einen besonderen Klang hört, ob ein Tier humpelt oder krank ist und kann dies anhand des Klanges erkennen. Es ist eine Arbeit, bei der wir beide Spaß haben. Er beim Zuhören, ich beim Herstellen. Zudem waren wir bereits Freunde, bevor wir Klient und Zulieferer wurden. Jahrelange Freunde aus dem gleichen Dorf. Der Genfer See zu Römerzeiten Lacus Lemanus. Grenze zwischen Gallia Belgica und Gallia Narbonensis. Nahe Lausanne. Hier stand einst ein gallo-römischer Vicus, eine Hafenstadt für Handelsschiffe. Dank seiner strategischen Lage zwischen Rhein und Rhône brachte es Vicus Lausanna zu großem Wohlstand. Die Ufer des alten Quais sowie die Ruinen der Basilika und des Tempels zeugen davon. Das römische Imperium wuchs am stärksten unter Kaiser Augustus. So auch der stete Druck auf seine Grenzen. Über weite Teile des Reiches bildeten Gebirge und Flüsse eine natürliche Barriere, die es abzusichern galt. Noch heute bedienen sich die Helvetier zu Verteidigungszwecken der Natur, wie in der Wartländer Berglandschaft. Gut versteckt erbauten sie die Militärfestung Pré-Giroux zur Überwachung der französisch-schweizerischen Grenze während des Zweiten Weltkrieges.
Ich degradiere dich. Genau, du degradierst mich. Erika, wir warten auf dich. Aber es sind so viele Knöpfe. Es fängt an zu regnen, siehst du? Das Fort lebt. Wenn ich komme und es öffne, bin ich meist alleine. Es kommt mir dann so vor, als ob ich Stimmen hören würde. Wenn ich runtergehe, sage ich, hier bin ich. Denn ich habe den Eindruck, dass sich hier Seelen befinden. Geht mir genauso. Ich stelle mir die Männer vor, die dieses Fort eine Zeit lang besetzt haben. Das war bestimmt nicht einfach. Ich heiße Zürcher Rudolf. Im Fort Pré-Giroux bin ich als Führer seit 4 Jahren angestellt. Ich war 37 Jahre lang beim Militär. Das war mein ganzes Leben, mein ganzer Beruf. Das Fort Pré-Giroux fasziniert mich einerseits wegen seines historischen und andererseits wegen seines technischen Aspektes. Wenn man bedenkt, dass das Fort 1937 bis 1938 gebaut wurde, innerhalb von 2 Jahren. Es wurden 20.000 Kubikmeter ausgeschachtet, 10.000 Kubikmeter Beton benötigt und dies in einem so knappen Zeitraum. Das fasziniert mich. Mein Name ist Erika Junot. Ich war 19 und hatte vor, in die Armee einzutreten. Ich kannte bereits den Mann, der später mein Ehemann wurde. Und er sagte zu mir, nein, die Armee ist mein Ding. Da habe ich es aufgegeben. Als mein Mann noch aktiv war und ich hier bereits als Führerin arbeitete, sagte er, wenn ich in Rente gehe, werde ich auch Führer. Als es soweit war, haben wir nochmals darüber gesprochen und ich sagte ihm, nein, ich hätte es lieber nicht, weil das Fort ist mein Ding. Und er hat es akzeptiert. Das ist eine Uniform für Männer. Es gibt keine für Frauen. Ich hatte keine Wahl. Um so auszusehen wie eine korrekt angezogene Person, musste ich sehr viele Änderungen machen. Ich hätte aus der Hose 2 Paar Hosen schneidern können. Zum Schluss stimmte das Ergebnis. Nun geht es. Das Fort ist funktionsfähig, technisch gesehen. Militärisch aber überholt. Man könnte drin leben, ohne Probleme. Dieses Fort war nie in einen Kampf verwickelt. Es war während des gesamten Krieges besetzt. Schüsse wurden in diesen Zeiten nur abgefeuert, um die Waffen zu prüfen. Es wurde aber nie in diesem Fort gekämpft.
Weiter auf der Via Romana Richtung Augusta Raurica. Orb. Gegründet 150 nach Christus. Bei der Siedlung Urba kreuzten sich zwei römische Heerstraßen. Wo früher Händler und Legionäre vorüberzogen, fanden sich Mitte des 19. Jahrhunderts Überreste eines Gutshofes. In 8 von 100 Räumen des palastartigen Gebäudes erzählen die Mosaikböden von Göttern, Planeten und den damals schon bekannten Wochentagen. Weiter nördlich im Waadtländer Hochjura, Sainte-Croix. Caesars Gallienfeldzug führte ihn auch durch diesen Ort. 1800 Jahre später entwickelte sich das Bergdörfchen zur Industriegemeinde. Von der Spitzenklöppelei bis zur Präzisionsmechanik. 1814 wurde die erste Fabrik für Spieldosen gegründet. Noch heute bestimmt die Kunst der Mechanik das Leben der Einwohner. Ich kann mir keine Welt ohne Musik, keine Welt ohne Mechanik vorstellen. Auch eine Welt mit Mechanik, aber ohne Musik, könnte ich nicht ertragen. Was ich mag, ist zu überraschen, die Leute zum Staunen zu bringen. Ich liebe es, Zauberer zu sein. Das ist ein Prototyp für ein Miniaturpferd. Was mir besonders bei diesem Pferd gefällt, ist die Mechanik der Beine. Nah an der Wirklichkeit, wie bei Läufern. Ihre Art zu laufen ist ähnlich jener der Menschen, vor allem die Vorderbeine. Da die Hinterbeine, wie bei allen Tieren außer dem Elefanten, in die andere Richtung funktionieren. Ich mag nicht allein sein. Eigentlich ein lustiges Paradox. Ich benötige es, allein zu sein, um über Projekte nachzudenken. Gleichzeitig brauche ich aber Menschen um mich herum. Durch die Arbeit musste ich Leute anstellen, um weiterarbeiten zu können. Nachdem diese Leute in meine Werkstatt kamen, wollte ich nicht mehr, dass sie wieder gehen. Ich hatte mich daran gewöhnt, im Team zu arbeiten. Das hat mich nicht mehr verlassen. Heute noch. Ich bin ein Einzelgänger, der weniger einsam geworden ist. Ich habe eine Leidenschaft für Kameras, Fotoapparate und Film. Ein solches Gerät auseinanderzunehmen, ist wie ein Buch öffnen. Wie ein neues Buch, das ich gern lesen würde. Und wenn ich es gelesen habe, habe ich den Eindruck, etwas gelernt zu haben.
Und manchmal verwende ich es für meine Laufwerke, für meine Androiden, um beispielsweise die Geschwindigkeit zu regulieren. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es zu meinem Lebensziel wurde, Fertigkeit und Können aus dem Ende des 18. Jahrhunderts durch meine Androiden nicht wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich liebe es, zwischen diesen zwei Welten zu navigieren, zwischen der reinen Kreativität und dem Handwerk. Sie erzeugen Lärm, wenn sie alle gleichzeitig funktionieren. Aber unabhängig voneinander machen sie sympathische Geräusche. Ich mag mechanische Klänge. Die Anfertigung von Automaten oder Skulpturen ist wie ein Spiel. Ich mochte schon immer Spielzeugläden. Ich habe mir also meinen eigenen Spielzeugladen erschaffen. Ich heiße François Junot und baue Automaten seit 1980. Yverdon-les-Bains, antike Stadt der Helvetier in Gallia Belgica. Auch sie wurde von ihren Bewohnern den Flammen übergeben. Das später erbaute römische Castrum missbrauchte man bis ins 19. Jahrhundert als modernen Steinbruch. Am Rande des Neuenburger Sees, Concise, antiker Steinbruch der Römer. Der Jura-Kalkstein diente den Besatzern in der Region als Baumaterial. Mit seinem Stein erschufen sie Stadtmauern und Amphitheater wie von Avanches. Die Via Romana. Auf halber Strecke führt sie vom Neuenburger Jura runter ins Dreiseenland über die antike helvetische Hauptstadt Avanches nach Augusta Raurica bei Basel. Das Val de Travers. Seinen Namen Vallis Transversa trägt das Tal seit Römerzeiten. Damals Durchgangsachse zwischen dem Schweizer Mittelland und der französischen Jura-Region. Hier liegt die Wiege des Absinth. Die grüne Fee wird in Bouveres seit dem 18. Jahrhundert als Heilelixier hergestellt. Auch im alten Rom nutzte man Wermut für medizinische Zwecke. In allen Dörfern gab es Schnapsbrenner. Man schätzt, dass es 150 bis 180 Schwarzbrenner in unserem kleinen Tal gab. Im Val de Travers hat sich keiner an das Verbot gehalten. Ich habe nie erzählt, dass ich Absinth produzierte, da ich keine Lust auf Bußgeld hatte. Am Tag, als es offiziell wurde, waren einige meiner Freunde so erstaunt, dass ich sie nie wiedergesehen habe. Ich heiße Francis Martin. Ich bin kein Absinth-Trinker. Meine Leidenschaft ist, ihn zu brennen. Ja,
Die ersten, die in der Schweiz reagiert haben, waren die Weinproduzenten aus dem Waadt und Wallis. Sie sagten, ihr müsst mit dem Absinthtrinken aufhören. Es ist etwas drin, was verrückt macht. Und im Jahr 1905 in einem kleinen Dorf im Kanton Waadt kam ein Familienvater, welcher den ganzen Tag damit verbrachte, alle möglichen Weinsorten im Restaurant zu trinken. Und ich sage Weinsorten, abends nach Hause und hat 2 Absinth getrunken. Durch diese Überdosis Alkohol im Blut lief er Amok. Dabei brachte er seine schwangere Frau und 2 seiner Töchter um. Daraufhin sagte man, dass Absinth verrückt macht. Ich kenne viele Leute, die Absinth trinken. Keiner ist verrückt. Der Absinth stammt selbstverständlich aus dem Val de Travers in der Schweiz. Unsere französischen Freunde behaupteten, dass er vom Docteur Ordinaire stammt. Vor allem war er kein Doktor, sondern ein Deserteur der französischen Armee. Er hat nie Absinth gebrannt. Also ist es nur eine Legende. Ich mag diesen Ort. Für mich ist er magisch. Als ich ihn entdeckt habe, er war früher in 3 Stockwerken aufgeteilt, bin ich ganz nach oben gegangen, bis unter das Balkenwerk, und habe Böcke und Stangen entdeckt. Es hingen noch Absinthpflanzen auf diesen Stangen. Also wurde dieser Trockenraum bis 1910 genutzt, da der Absinth am 7. Oktober desselben Jahres verboten wurde. Wahrscheinlich wurde er über 100 Jahre verwendet. Ich mag die Natur. Ich habe auch ein Auto, eine alte Chevrolet Corvette. Das ist wie ein bisschen Freiheit, aber schön gemächlich. Jeder Brenner hat ein Geheimnis, sein Rezept. Es gibt bestimmt Eifersüchteleien. Ich selbst hatte mich mit 2 Kollegen zusammengeschlossen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über unser Rezept. Nie. Es wurde einfach nie darüber gesprochen. Es ist wirklich ein Geheimnis. Das Dreiseenland, größtes Seeuferfeuchtgebiet der Schweiz. Mittendurch verläuft die Sprachgrenze mit Schweizerdeutsch und Französisch. Die einstige Hauptstadt des römischen Helvetien, Avenches, gegründet 15 vor Christus. 85 Jahre später ließ Kaiser Vespasian sie befestigen, mit einer 6 Kilometer langen Stadtmauer und 75 Türmen, und erhob sie in den Rang einer römischen Kolonie. Unweit von Bern. Eine kleine Arena zeugt von einem gallo-römischen Stadtteil. Bereits die Römer teilten Zeit ein, aus militärischen Gründen, in jeweils 12 Stunden, Tag wie Nacht. Im 14. Jahrhundert setzte sich die moderne Stundenzählung durch.
mit der Einführung mechanischer Räderuhren. So wie beim Zietglockenturm, dem Berner Wahrzeichen. Das Amt vom Zeitglockenrichter. Das Amt des Zeitrichters war schon früher sehr wichtig. Denn bereits damals richteten sich die Leute nach der Uhr des Zeitglockenturmes. Vom Zeitglockengerichtet. Aber auch heute, wo jeder Mann eine eigene selbst heute, Armbanduhr hat, obwohl mittlerweile jeder Mensch eine Armbanduhr trägt, guckt man beim Stundenschlag auf den Turm und reagiert sogar, wenn etwas nicht stimmt. Mein Name ist Markus Marti. Ich bin der Zeitrichter von Bern. Ich betreue das Uhrwerk im Turm. Das Uhrwerk hier in diesem Turm. Ich bin stets besorgt, dass die Uhr hier genau geht. Eigentlich recht genau geht. Tatsächlich gab es schon Pannen. Hat's schon gegeben. Ich habe dann zumal ein Telefon bekommen am Morgen. Eines Morgens bekam ich einen Anruf von einer alten Dame, die nebenan in einer Dachwohnung lebte. Sie sagte: Herr Marti, ich schlief sehr schlecht letzte Nacht und jetzt weiß ich warum. Die Uhr schlug nicht. Also ich bin sofort ich ging daraufhin sofort nachsehen und tatsächlich, das Schlagwerk klemmte. Ich selber, privat vergesse ich ab und zu Termine. Aber im Allgemeinen bin ich ziemlich pünktlich. Eine halbe Minute noch. Bisschen weniger. Mich fasziniert am Zeitglockenturm besonders das Astrolabium. Es ist ein Abbild der Welt, der Himmelskugel sowie der Schöpfung. Das Abbild der Schöpfung. Das ist ja auch ein grosser Hintergrund. Das war damals der eigentliche Hintergrund. Damit nicht nur Kunst und Wissenschaft zu zelebrieren, sondern gleichzeitig die Schöpfung zu ehren. Sondern auch der Schöpfer verehren. Meine Aufgaben bestehen aus drei wesentlichen Funktionen. Erstmal dafür zu sorgen, dass die Uhr nie stillsteht. Deshalb muss sie täglich aufgezogen werden. Dafür zu sorgen, dass sie einigermaßen genau geht. Und dass die Uhr immer in einem tadellosen Zustand ist. Heute hat für mich Zeit längst eine philosophische Bedeutung bekommen. Insbesondere, wenn ich in der Uhrkammer bin, die Uhr aufziehe und den regelmäßigen Pendelschlag höre, denke ich vermehrt darüber nach, welche Bedeutung Zeit in meinem Leben hat. Zeit ist ein sehr bewusster Bestandteil meines Lebens geworden.
Vicus Salodurum, Solothurn. Der römische Vicus, so nannten Römer Siedlungen mit einer einfachen Hafenanlage, entstand zwischen 15 und 25 nach Christus. Erbaut an der Aare. Ein wenig abseits der Via Romana verband am Bözberg eine weitere Römerstraße, Vindonissa, mit Augusta Raurica, benutzt von Händlern und Legionären. Noch heute begehrte Wanderroute. Faszination dahinter ist mehr. Die Faszination ist mehr, das Leben der Legionäre nachzustellen. Und zwar im Experiment. Zu erfahren, wie das war vor 2000 Jahren. Aber es ist keine Schauspielerei. Als solche ist es nicht. Manchmal gehen wir bis an unsere physische Grenze. Dann ist es belastend, wenn wir versuchen zu leben wie sie. Wenn wir marschieren oder im Lager schlafen, dann geht es bis an die physischen Grenzen. Psychisch ist es jedoch eine gute Sache. Ich heiße Elio Gallo und bin Lehrer. Neben der Römerei bin ich Rugby-Spieler. Rugby-Spieler. Ich kann nicht sagen, was genau. Ich kann nicht genau sagen, was der Auslöser dieser Leidenschaft war. Aber ein Stück weit ist es sicher auch eine Identitätssuche, da ich selber italienische Wurzeln habe. Um zu erfahren, was meine Vorfahren alles auf die Beine gestellt haben. Das Legionslager Vindonissa, gegründet von Kaiser Tiberius. Rund 100 Jahre lang Stützpunkt dreier verschiedener Legionen. Wir versuchen, die 11. Legion darzustellen, welche hier im Gebiet von Vindonissa stationiert war. Die 11. Legion war diejenige, welche konstant zwischen 69 und 101 nach Christus ihre Fingerabdrücke am deutlichsten hinterließ. Wir sind sehr versessen aufs Detail. Das geht so weit, dass wir unsere Ausrüstungsgegenstände, also die Originale, in den Museen fotografieren und abzeichnen, damit wir diese dann eins zu eins nachbauen, so wie sie tatsächlich waren. A sinistram versate pergite. A dextram pergite. Wir sind mittlerweile mehr als 20 Leute. Darunter sind welche, die das Militärische lieben. Und Leute, die an der römischen Kultur interessiert sind. Ich bin Kundenberater für Lebensmittelsicherheit. Ich bin Kundenberater für Lebensmittelsicherheit. Für mich ist die Verpflegung extrem interessant. Beziehungsweise nachzuforschen, wie die römische Armee sich verpflegte und wie die moderne Verpflegung heutzutage stattfindet. Ich bin Möbelschreiner. Interessant finde ich das Militärwesen, die Ausrüstung sowie das Leben der Leute damals und wie man diese Ausrüstungen herstellt. Im normalen Leben bin ich Pfändungsbeamter.
Schuld und Konkurs gab es bereits im Römischen Reich. Römische Bürger, die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, zwang man zur Sklaverei. Sie mussten so lange arbeiten, bis die Schulden getilgt waren. Heutzutage ist es relativ ähnlich, nur die Strafen weniger brachial. Es ist schon klar, es hat schon ein Motiv. Klar gibt es Motive, in denen man das Kind in sich wiederfindet. Aber es ist Freude an der. Aber es ist die Freude an der Rüstung, welche das Kind in dir zum Leben erwecken kann. Der Erwachsene bleibt jedoch immer präsent. Ist aber immer da. Augst in Basel-Land. Imposante Ruinen zeugen von der 20.000 Einwohner zählenden Stadt Augusta Raurica. Benannt nach dem Keltenstamm der Rauriker und dem römischen Kaiser Augustus. Das 1955 rekonstruierte Römerhaus bietet einen Einblick in das damalige Leben. Mit Hausaltar und Badehaus. Sein Theater, erbaut 180 nach Christus, bot Platz für 10.000 Zuschauer, jedoch nur 70 Jahre lang. Ein starkes Erdbeben zerstörte große Teile Augusta Rauricas. Hier endet unsere Reise auf der Via Romana. Das Forst funktionsfähig, technisch gesehen. Militärisch aber überholt. Man könnte drin leben, ohne Probleme. Dieses Fort war nie in einen Kampf verwickelt. Es war während des gesamten Krieges besetzt. Schüsse wurden in diesen Zeiten nur abgefeuert, um die Waffen zu prüfen. Es wurde aber nie in diesem Fort gekämpft. Weiter auf der Via Romana Richtung Augusta Raurica. Orb, gegründet 150 nach Christus. Bei der Siedlung Urba kreuzten sich zwei römische Heerstraßen. Wo früher Händler und Legionäre vorüberzogen, fanden sich Mitte des 19. Jahrhunderts Überreste eines Gutshofes. In 8 von 100 Räumen des palastartigen Gebäudes erzählen die Mosaikböden von Göttern, Planeten und den damals schon bekannten Wochentagen. Weiter nördlich im Waadtländer Hochjura Sainte-Croix. Caesars Gallienfeldzug führte ihn auch durch diesen Ort. 1800 Jahre später entwickelte sich das Bergdörfchen zur Industriegemeinde. Von der Spitzenklöppelei
bis zur Präzisionsmechanik. 1814 wurde die erste Fabrik für Spieldosen gegründet. Noch heute bestimmt die Kunst der Mechanik das Leben der Einwohner. Es ist ein Abbild der Welt, der Himmelskugel sowie der Schöpfung. Das Abbild der Schöpfung. Das ist ja auch ein grosser Hintergrund. Das war damals der eigentliche Hintergrund. Damit nicht nur Kunst und Wissenschaft zu zelebrieren, sondern gleichzeitig die Schöpfung zu ehren. Sondern auch der Schöpfer verehren. Meine Aufgaben bestehen aus drei wesentlichen Funktionen. Erstmal dafür zu sorgen, dass die Uhr nie stillsteht. Deshalb muss sie täglich aufgezogen werden. Dafür zu sorgen, dass sie einigermaßen genau geht. Und dass die Uhr immer in einem tadellosen Zustand ist. Heute hat für mich Zeit längst eine philosophische Bedeutung bekommen. Insbesondere, wenn ich in der Uhrkammer bin, die Uhr aufziehe und den regelmäßigen Pendelschlag höre, denke ich vermehrt darüber nach, welche Bedeutung Zeit in meinem Leben hat. Zeit ist ein sehr bewusster Bestandteil meines Lebens geworden. Vicus Salodurum, Solothurn. Der römische Vicus, so nannten Römer Siedlungen mit einer einfachen Hafenanlage, entstand zwischen 15 und 25 nach Christus. Erbaut an der Aare. Ein wenig abseits der Via Romana verband am Bözberg eine weitere Römerstraße, Vindonissa, mit Augusta Raurica, benutzt von Händlern und Legionären. Noch heute begehrte Wanderroute. Faszination dahinter ist mehr. Die Faszination ist mehr, das Leben der Legionäre nachzustellen. Und zwar im Experiment. Zu erfahren, wie das war vor 2000 Jahren. Aber. Nahe Lausanne. Hier stand einst ein gallo-römischer Vicus, eine Hafenstadt für Handelsschiffe. Dank seiner strategischen Lage zwischen Rhein und Rhône brachte es Vicus Lausanna zu großem Wohlstand. Die Ufer des alten Quais sowie die Ruinen der Basilika und des Tempels zeugen davon. Das römische Imperium wuchs am stärksten unter Kaiser Augustus. So auch der stete Druck auf seine Grenzen. Über weite Teile des Reiches bildeten Gebirge und Flüsse eine natürliche Barriere, die es abzusichern galt. Heute bedienen sich die Helvetier zu Verteidigungszwecken der Natur, wie in der Wartländer Berglandschaft. Gut versteckt erbauten sie die Militärfestung Pré-Giroux zur Überwachung der französisch-schweizerischen Grenze während des Zweiten Weltkrieges.
Ich degradiere dich. Genau, du degradierst mich. Erika, wir warten auf dich. Aber es sind so viele Knöpfe. Es fängt an zu regnen, siehst du? Das Fort lebt. Wenn ich komme und es öffne, bin ich meist alleine. Es kommt mir dann so vor, als ob ich Stimmen hören würde. Wenn ich runtergehe, sage ich, hier bin ich. Denn ich habe den Eindruck, dass sich hier Seelen befinden. Geht mir genauso. Ich stelle mir die Männer vor, die dieses Fort eine Zeit lang besetzt haben. Das war bestimmt nicht einfach. Weiter nördlich im Waadtländer Hochjura, Sainte-Croix. Cäsars Gallienfeldzug führte ihn auch durch diesen Ort. 1800 Jahre später entwickelte sich das Bergdörfchen zur Industriegemeinde. Von der Spitzenklöppelei bis zur Präzisionsmechanik. 1814 wurde die erste Fabrik für Spieldosen gegründet. Noch heute bestimmt die Kunst der Mechanik das Leben der Einwohner. Ich kann mir keine Welt ohne Musik, keine Welt ohne Mechanik vorstellen. Auch eine Welt mit Mechanik, aber ohne Musik, könnte ich nicht ertragen. Was ich mag, ist zu überraschen, die Leute zum Staunen zu bringen. Ich liebe es, Zauberer zu sein. Das ist ein Prototyp für ein Miniaturpferd. Was mir besonders bei diesem Pferd gefällt, ist die Mechanik der Beine. Nah an der Wirklichkeit, wie bei Läufern. Ihre Art zu laufen ist ähnlich jener der Menschen, vor allem die Vorderbeine. Da die Hinterbeine, wie bei allen Tieren außer dem Elefanten, in die andere Richtung funktionieren. Ich mag nicht allein sein, eigentlich ein lustiges Paradox. Ich benötige es, allein zu sein, um über Projekte nachzudenken. Gleichzeitig brauche ich aber Menschen um mich herum. Durch die Arbeit musste ich Leute anstellen, um weiterarbeiten zu können. Nachdem diese Leute in meine Werkstatt kamen, wollte ich nicht mehr, dass sie wieder gehen. Ich hatte mich daran gewöhnt, im Team zu arbeiten. Das hat mich nicht mehr verlassen. Heute noch. Ich bin ein Einzelgänger, der weniger einsam geworden ist. Durch diese Überdosis Alkohol im Blut lief er Amok. Dabei brachte er seine schwangere Frau und zwei seiner Töchter um. Daraufhin sagte man, dass Absinth verrückt macht. Ich kenne viele Leute, die Absinth trinken. Keiner ist verrückt. Der Absinth stammt selbstverständlich aus dem Val de Travers in der Schweiz.
Unsere französischen Freunde behaupteten, dass er vom Docteur Ordinaire stammt. Voilà. Vor allem war er kein Doktor, sondern ein Deserteur der französischen Armee. Er hat nie Absinth gebrannt. Also ist es nur eine Legende. Ich mag diesen Ort. Für mich ist er magisch. Als ich ihn entdeckt habe, er war früher in drei Stockwerken aufgeteilt, bin ich ganz nach oben gegangen, bis unter das Balkenwerk, und habe Böcke und Stangen entdeckt. Es hingen noch Absinthpflanzen auf diesen Stangen. Also wurde dieser Trockenraum bis 1910 genutzt, da der Absinth am 7. Oktober desselben Jahres verboten wurde. Wahrscheinlich wurde er über 100 Jahre verwendet. Ich mag die Natur. Ich habe auch ein Auto, eine alte Chevrolet Corvette. Das ist wie ein bisschen Freiheit, aber schön gemächlich. Jeder Brenner hat ein Geheimnis, sein Rezept. Es gibt bestimmt Eifersüchteleien. Ich selbst hatte mich mit zwei Kollegen zusammengeschlossen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über unser Rezept. Das ist eine Uniform für Männer. Es gibt keine für Frauen. Ich hatte keine Wahl. Um so auszusehen wie eine korrekt angezogene Person, musste ich sehr viele Änderungen machen. Ich hätte aus der Hose zwei Paar Hosen schneidern können. Zum Schluss stimmte das Ergebnis. Nun geht es. Das Fort ist funktionsfähig, technisch gesehen. Militärisch aber überholt. Man könnte drin leben, ohne Probleme. Dieses Fort war nie in einen Kampf verwickelt. Es war während des gesamten Krieges besetzt. Schüsse wurden in diesen Zeiten nur abgefeuert, um die Waffen zu prüfen. Es wurde aber nie in diesem Fort gekämpft. Weiter auf der Via Romana Richtung Augusta Raurica. Orb, gegründet 150 nach Christus. Bei der Siedlung Urba kreuzten sich zwei römische Heerstraßen. Wo früher Händler und Legionäre vorüberzogen, fanden sich Mitte des 19. Jahrhunderts Überreste eines Gutshofes. In 8 von 100 Räumen des palastartigen Gebäudes erzählen die Mosaikböden von Göttern, Planeten und den damals schon bekannten Wochentagen. Thank you.
Weiter nördlich im Waadtländer Hochjura Sainte-Croix. Der Beine. Nah an der Wirklichkeit, wie bei Läufern. Ihre Art zu laufen ist ähnlich jener der Menschen, vor allem die Vorderbeine. Da die Hinterbeine, wie bei allen Tieren außer dem Elefanten, in die andere Richtung funktionieren. Ich mag nicht allein sein. Eigentlich ein lustiges Paradox. Ich benötige es, allein zu sein, um über Projekte nachzudenken. Gleichzeitig brauche ich aber Menschen um mich herum. Durch die Arbeit musste ich Leute anstellen, um weiterarbeiten zu können. Nachdem diese Leute in meine Werkstatt kamen, wollte ich nicht mehr, dass sie wieder gehen. Ich hatte mich daran gewöhnt, im Team zu arbeiten. Das hat mich nicht mehr verlassen. Heute noch. Ich bin ein Einzelgänger, der weniger einsam geworden ist. Ich habe eine Leidenschaft für Kameras, Fotoapparate und Film. Ein solches Gerät auseinanderzunehmen, ist wie ein Buch öffnen. Wie ein neues Buch, das ich gern lesen würde. Und wenn ich es gelesen habe, habe ich den Eindruck, etwas gelernt zu haben. Und manchmal verwende ich es für meine Laufwerke, für meine Androiden, um beispielsweise die Geschwindigkeit zu regulieren. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es zu meinem Lebensziel wurde, Fertigkeit und Können aus dem Ende des 18. Jahrhunderts durch meine Androiden nicht wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich liebe es, zwischen diesen zwei Welten zu navigieren. Zwischen der reinen Kreativität. Das Legionslager Vindonissa, gegründet von Kaiser Tiberius. Rund 100 Jahre lang Stützpunkt dreier verschiedener Legionen. Also wir versuchen, die 11. Legion darzustellen, welche hier im Gebiet von Vindonissa stationiert war. Die 11. Legion war diejenige, welche konstant zwischen 69 und 101 nach Christus ihre Fingerabdrücke am deutlichsten hinterließ. Wir sind sehr versessen aufs Detail. Das geht so weit, dass wir unsere Ausrüstungsgegenstände, also die Originale, in den Museen fotografieren und abzeichnen, damit wir diese dann eins zu eins nachbauen, so wie sie tatsächlich waren. Wir sind mittlerweile mehr als 20 Leute. Darunter sind welche, die das Militärische lieben und Leute, die an der römischen Kultur interessiert sind. Ich bin Kundenberater für Lebensmittelsicherheit. Ich bin Kundenberater für Lebensmittelsicherheit. Für mich ist die Verpflegung extrem interessant. Also,
beziehungsweise nachzuforschen, wie die römische Armee sich verpflegte und wie die moderne Verpflegung heutzutage stattfindet. Ich bin Möbelschreiner. Interessant finde ich das Militärwesen, die Ausrüstung, sowie das Leben der Leute damals und wie man diese Ausrüstungen herstellt. Im normalen Leben bin ich Pfändungsbeamter. Schuld und Konkurs gab es bereits im Römischen Reich. Römische Bürger, die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, zwang man zur Sklaverei. Sie mussten so lange arbeiten, bis die Schulden getilgt waren. Heutzutage ist es relativ ähnlich, nur die Strafe. Das hat mich nicht mehr verlassen. Heute noch. Ich bin ein Einzelgänger, der weniger einsam geworden ist. Ich habe eine Leidenschaft für Kameras, Fotoapparate und Film. Ein solches Gerät auseinanderzunehmen, ist wie ein Buch öffnen. Wie ein neues Buch, das ich gern lesen würde. Und wenn ich es gelesen habe, habe ich den Eindruck, etwas gelernt zu haben. Und manchmal verwende ich es für meine Laufwerke, für meine Androiden, um beispielsweise die Geschwindigkeit zu regulieren. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es zu meinem Lebensziel wurde, Fertigkeit und Können aus dem Ende des 18. Jahrhunderts durch meine Androiden nicht wieder in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich liebe es, zwischen diesen zwei Welten zu navigieren, zwischen der reinen Kreativität und dem Handwerk. Sie erzeugen Lärm, wenn sie alle gleichzeitig funktionieren. Aber unabhängig voneinander machen sie sympathische Geräusche. Ich mag mechanische Klänge. Die Anfertigung von Automaten oder Skulpturen ist wie ein Spiel. Ich mochte schon immer Spielzeugläden. Ich habe mir also meinen eigenen Spielzeugladen erschaffen. Ich heiße François Junot und baue Automaten seit 1980. Yverdon-les-Bains, antike Stadt der Helvetier in Gallia, Belgien. A sinistram, versate, pergite! A dextram, pergite! Wir sind mittlerweile mehr als 20 Leute. Darunter sind welche, die das Militärische lieben. Und Leute, die an der römischen Kultur interessiert sind. Ich bin Kundenberater für Lebensmittelsicherheit. Für mich ist die Verpflegung extrem interessant.
beziehungsweise nachzuforschen, wie die römische Armee sich verpflegte und wie die moderne Verpflegung heutzutage stattfindet. Ich bin Möbelschreiner. Interessant finde ich das Militärwesen, die Ausrüstung, sowie das Leben der Leute damals und wie man diese Ausrüstungen herstellt. Im normalen Leben bin ich Pfändungsbeamter. Schuld und Konkurs gab es bereits im Römischen Reich. Römische Bürger, die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, zwang man zur Sklaverei. Sie mussten so lange arbeiten, bis die Schulden getilgt waren. Heutzutage ist es relativ ähnlich, nur die Strafen weniger brachial. Klar gibt es Motive, in denen man das Kind in sich wiederfindet. Aber es ist Freude an der Aber es ist die Freude an der Rüstung, welche das Kind in dir zum Leben erwecken kann. Der Erwachsene bleibt jedoch immer präsent. Augst in Baselland. Imposante Ruinen zeugen von der 20.000 Einwohner zählenden Stadt Augusta Raurica, benannt nach dem Keltenstamm der Rauriker und dem römischen Kaiser Augustus. Das 1955 rekonstruierte Römerhaus bietet einen Einblick in das damalige Leben mit Hausaltar und Badehaus.